Putzig. Ja. So, ja, so ist das, ne? So ist das. Ja, wie schaut aus? Was willst du denn fahren gleich? Oder bist du immer noch? SL. Ja, wir fahren den SL, genau. Bei der Arne nimmt die 4500. Ja, genau, noch besser. Sehr schön. Nein. Weil er kann sich ja leider keinen, er kann sich ja leider keinen Hammer leisten. Ihr kennt mich mal, ich nehme das SL. Nein, du fährst jetzt die 4500, weil wir fahren extra langsam. Okay. So, dann, ja, Wegpunkt. Warte. Ist der Wegpunkt noch aktiv? Ja, der ist noch aktiv. Ein Moment. Was denn? Dann nehme ich wenigstens die Straßenversion, dass er ein bisschen schneller ist. Der sieht nein, du nimmst es Serie. Der sieht nicht anders aus, Leute. Du ja, aber der ist schneller. Serie. Du ja, natürlich ist er schneller. Wir fahren Serie. Nein, Serie fahren. Genau. Und letztes Mal sind wir Performance gefahren, Leute. Wir fahren aber sonst in der Regel eigentlich immer Serie. Ja, ich weiß. Das weißt du doch. Mann, Banane! Jetzt. Herr Lady, nur Mann. Ausnahme, weil er Hammer aus. Hammer gut aussah. Mann. Jetzt denkt man nicht immer nur an die Frau und denkt mal an Boxenstopp. Genau. So. Seid ihr denn dann soweit? Ja. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt los und herzlich willkommen zu Boxenstopp, einer neuen Folge. Ja, die Aufnahme lief schon ein bisschen länger. Das ist ein kleines Highlight für euch. Wir fangen jetzt schon so ein bisschen mit an. Ihr habt so ein bisschen ja mal mitbekommen, wie das läuft in den Pausen. Und ja, so sieht's dann aus und ich würde sagen, wir fahren los, ne? Ja, Banane hatten wir ja in der letzten Folge gesagt, soll den Hammer fahren, der langsamer ist. Aber da er sich keinen Hammer leisten kann, fährt er jetzt 4500. Mhm. Während wir SL fahren. Mhm. Weil in den letzten zwei Folgen Boxenstopp einfach Ines Sau gefahren ist. Und das macht einfach keinen Spaß. Und ja. Ihr meint, das ändert sich jetzt. Ja, natürlich. Naja. Wenn nicht, können wir dich schuppen. Ja, du bist so die Knutschkugel. Schuppen wir dich einfach. Schuppen wir dich einfach weg für dich. Ja, guck dir den an, der fährt schon wieder. Oh. Da war doch irgendwie so klar, oder, dass es kommt. Ja. Das war. Das macht, ich glaube, mein Apart braucht ein neues Bodykit. So. Du brauchst bald ein neues Bodykit. Wart ab, unser nächstes Treffen. Ja. Du, da. Ich kaufe Lack-Edding. Ich glaube, ich kaufe schwarzen Lack-Edding. Ja. Und Banane. Das ist, da du eh tief und fest pennst wie ein Stein. Kriegst du dann mit der Pass verpassen dir ein Bodypaint? Oh ja. Oh ja. Und damit kannst du sogar Preise gewinnen dann wahrscheinlich. Ja. Also die Leute, schreibt in die Kommentare rein, was für Muster wir verwenden sollen. Wir machen es dann. Wir machen so ein Mandala auf seinem Bauch. Sternchen am Hinter. Oh ja. Das wird lustig. Ach, schön. Ja. Ja, wir sind aber total jetzt auch irgendwie gar nicht so im Thema. Wir wollen eigentlich noch ein bisschen Themen quatschen, aber ist ja auch mal schön, mal ein bisschen so zu quasseln und zu reden über dies und das. Einfach so aus dem Bauch heraus. Und so ist es ja auch entstanden, hier unser Boxenstopp, ne? Ja. Ja, was? Also unser Boxenstopp war schon immer, also auch bevor wir es aufgenommen haben, sind wirklich teilweise. Das war eine spontane Idee um 10 Uhr nachts. Um 10 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens und wir haben über jeglichen Schaden geredet über Gott und die Welt. Ja, machen wir das heute auch immer noch so. Aber ein Thema, was ich hier noch besprechen wollte, was auf unserer To-Do-Liste stand, war ja PlayStation Plus. Oh ja. Und da möchte ich gerne auch als erstes anfangen. Da ja. Ich bin ehrlich, aber so ein bisschen auf der Verteidigerposition. Ja, natürlich, kannst du ja. Dafür ist ja Boxenstopp da. Wir müssen ja nicht immer alle einer Meinung sein, ne? Die letzten Boxenstopp-Folgen konnten wir jetzt auch nicht aufnehmen, weil mein PlayStation Plus-Abo ausgelaufen war. Und ich gerade nicht die Möglichkeit hatte, mir ein neues Abo zu holen. Und dann nochmal, muss ich mich nochmal herzlich bedanken. Vielen lieben Dank nochmal an dem, der Vollnoob, der liebe Stream-Zuschauer. Nochmal vielen lieben Dank, der mir 3 Monate PlayStation Plus gesponsert hat. Also dafür nochmal heiden Respekt. Also Leute, nur zur Info, der heißt auch so. Danke von der uns. Der heißt so. Genau. Das ist keine Beleidigung jetzt. Genau, der heißt der Vollnoob. Der heißt so im Stream. Ja, also der Zuschauer. Und vielen lieben Dank nochmal dafür. Ich kann das immer wieder mich nur tausendfach bedanken. Das ahne ich einfach mit Respekt. Und das ist wirklich ganz, ganz lieb von euch.
So, und was wollte ich sagen zu PlayStation Plus? Genau, dann ist ja das Abo-Abos gelaufen. Und mir war eigentlich bis dato gar nicht so richtig bewusst, wie das eigentlich ist, wenn du kein Abo mehr hast, so als PlayStation Plus Besitzer. Ich war der Meinung, dass es früher hieß es mal ganz am Anfang, ich entsinne mich, wie die PlayStation vorgestellt worden ist, du musst PlayStation Plus besitzen, um online spielen zu können. So, das war so die Aussage, die ich noch im Kopf hatte. So, dann fiel mir aber auf, wie mein PlayStation Plus Konto ausgelaufen oder mein Abo ausgelaufen ist. Ich konnte kein Rocket League mehr spielen. Ich ganz kurz was einwerfen? Ja, natürlich. Die Aussage war ursprünglich, PlayStation Plus ist nur für einige Online-Inhalte erforderlich. Ja, oder so. Also, oder dass es eine Begrenzung gibt. Oder so. Auf jeden Fall war es auch mit Online-Spielen, das weiß ich wohl, dass du halt PlayStation Plus brauchst fürs Online-Spielen, das weiß ich wohl. Aber wie gesagt, auf jeden Fall funktionierte mein Rocket League nicht. Ich denke so, hä, wieso ist doch kein Online-Spiel? Ich denke, wieso kann ich es denn nicht, offline spielen? Verstehe ich nicht. So, und dann kommt ja noch die Kackdreistigkeit von Sony, wie ich finde, wo ich mich tierisch drüber aufrege, dass auf einmal mein PT nicht mehr funktionierte. Also P.T. Silent Hills. Ich konnte die Demo nicht spielen. Und da reg ich mich dann eigentlich drüber auf, weil das finde ich zum Kotzen, das ist eine Sauerei. Weil das ist eine Demo, das hat mit PlayStation Plus nichts zu tun. Das ist nicht im Abo drin. Also das habe ich jetzt nicht bekommen irgendwie durch eine Vergünstigung oder so. Das ist eine reine Demo. Das wäre genau dasselbe, wenn ich mir jetzt irgendwie eine FIFA-Demo runterlade und mein PlayStation Plus Abo läuft aus und ich kann es dann nicht mehr spielen. Das ist ja totaler Bullshit eigentlich. Und deswegen hat mich das so ein bisschen auch aufgeregt. Deswegen wollte ich das auch hier heute im Boxenstopp halt ansprechen. Und gut, die anderen Spiele, gut, das habe ich jetzt natürlich rausgefunden, weil es halt in den Lizenzen halt drin steht, solange du das Abo läuft und du halt günstigere Spiele davon bekommen hast, also kostenlos, diese PlayStation Plus Gratis-Spiele, kannst du halt nur dann spielen, wenn dein Abo halt läuft. Das wusste ich vorher auch nicht. Da bin ich auch von eigentlich ausgegangen, dass es halt ja nicht so wäre. Und das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Na. Nun gut, also wie gesagt, das ist halt so meine Meinung halt dazu, weil ich es halt, wie gesagt, wegen diesem PT auch eine Sauerei fand, weil es nur eine Demo ist. Was ich wirklich gesagt eine Sauerei finde, ist, dass sie sagen, komm, ja, ihr kriegt auch kostenlose Spiele beim PlayStation Plus. Ich sage ganz ehrlich, auf diese kostenlosen Spiele kann ich verzichten, weil das sind eh meistens nur langweilige Indie-Titel. Da wäre es meiner Meinung nach besser, dass sie vielleicht bessere Server, stabilere Server, das wenn wir schon dafür bezahlen, sei es jetzt monatlich oder jährlich, dass halt die Server ordentlich funktionieren und nicht ständig irgendwie abschmieren oder keine vernünftige Wartungen gibt. Weil ich zahle dafür. Wenn nicht, sollen sie es wieder gleich ganz kostenlos machen, wie bei der PlayStation 3. Weil das ein, weil es wurde ja gesagt, für manche Online-Inhalte benötigst du das PlayStation Plus, da alle Spieleserver über PlayStation laufen sollen. War ursprünglich so die Idee, was ich mal so in einem Twitter-Beitrag von Sony Deutschland gelesen habe. Im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, jeder Spieleentwickler, sei es jetzt The Crew, Destiny, Metal Gear Solid, Battlefield haben ihre eigenen Server. Und man hat nur eine Anbindung dazu. Und hast du kein PlayStation Plus, wird diese Anbindung zum Server einen Riegel davor geschoben und du kommst nicht mehr drauf. Und das finde ich ist die Sauerei. Entweder vernünftige Server oder sollen das PlayStation Plus ganz abschaffen. Weil ich kann auf die Gratis-Spiele, ehrlich gesagt, ich kann drauf verzichten. Wenn ich ein Spiel will, dann kaufe ich es mir. Eben. Also, da bin ich ganz deiner Meinung eigentlich. Also gut, das Einzige, wo ich dir da ein bisschen widersprechen muss, ist halt, dass nicht nur Müll bei den kostenlosen Spielen drin ist, weil es gibt auch vernünftige Spiele. Aber da gebe ich dir auch vollkommen recht. Wie gesagt, ich brauche das nicht unbedingt für die Gratis-Spiele. Und das Online-System halt, dass du halt dafür bezahlen musst, jetzt fürs Online-Spielen, finde ich auch schon ein bisschen, wie gesagt, wofür eigentlich im Prinzip, wofür? Ich zahle für meine Internetleitung zu Hause. Weil, sag mal zum PC-Spieler, er muss monatlich nochmal 14 Euro zum Beispiel bezahlen, dass er überhaupt auf die Server darf. Kauft sich schon einen Vollpreistitel, wir reden hier jetzt mal von The Crew, 60 Euro, Vollpreis, und dann musst du auch noch jährlich, gut, das sind im Monat 4 Euro, 5 Euro, für PlayStation Plus zu bezahlen. Wenn du das einem PC-Spieler sagst, der lacht dich aus. Ja. Das hat sich ehrlich gesagt
Sony ziemlich stark von Microsoft Xbox Live abgeguckt. Ja. Wo wir immer gesagt haben, ey, wir sind PlayStation-Spieler, wir müssen nichts dafür bezahlen. Da haben wir uns immer so richtig so, wir haben die bessere Konsole und jetzt kommen die damit auch noch. Mhm. Und dabei dann auch noch so schlechte Serververbindungen. Wie oft ist es, dass wir untereinander einer Party einen Nut-Typ haben und nicht miteinander reden können, weil irgendwas mit der Verbindung zwischen Router und PlayStation-Server den gegen den Strich geht, weil Sony einfach nicht mit den Firewalls von manchen Routerherstellern klarkommt. Sony hat große Probleme mit den hauseigenen Routern von der Telekom. Mhm. Und dafür soll ich dann auch noch bezahlen? Ja. Ja, schon die Spiele. Im Prinzip ist es ja eigentlich, wofür bezahlst du das so Online-Spielen? Das ist ja eigentlich ist es ja Quatsch, weil, wie du schon sagst, ein PC-Spieler macht das ja auch nicht. Du bezahlst einen Internetanbieter und fertig. Ne? Es ist eigentlich, im Prinzip ist es, ja, für nix, für Lulu. Gut, ich sag mal, die 50 Euro im Jahr tun nicht weh. Ne? Das ist klar. Aber wofür? Dafür, dass ich dann halt alle jeden Monat 3 Spiele habe, kostenlos? Oder dass ich vielleicht Schnäppchen habe ich jetzt schon gesagt. Schnäppchen habe? Ja, gut, die Schnäppchen, die gibt es aber auch so. Ja, wenn ich gucke, PlayStation Plus Mitglieder sparen auch, jetzt nur zum Beispiel, es war Devil May Cry im Angebot, für Nicht-PlayStation Plus Mitglieder 15 Euro. Hm. Für PlayStation Plus Mitglieder 12,99. Hm. Ganz ehrlich, paar Euro ist nichts. Wenn sie sagen, sie bieten ordentliche Rabatte an, zum Beispiel auf einen Vollpreistitel, ja? Das können sie auch so machen, ohne Plus. Das würde auch gehen. So zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen, für PlayStation Plus-Mitglieder, die Banane mal wieder, fährt wieder wie eine Drecksau. Ganz ehrlich, Leute, ich hasse euch dafür, dass ihr mich zwingt, in dieser italienischen Mistgurke zu fahren. Ich hasse dich dafür, dass du mir in die Karre gefahren bist und mich voll gegen den Pfeiler gerammt hast. Daran kann man doch schon sehen, als Beispiel, wie schlecht du fahren kannst. Ja, ja, schon wieder aus Versehen. Weißt du, was gleich aus Versehen ist? Wenn meine Faust in dein Gesicht fällt. Das ist auch aus Versehen. Wenn die beiden konferieren. Dann konferieren wir beiden mal. Was ich sagen wollte, wenn du als PlayStation Plus Mitglied, sagen wir jetzt mal, auf neues Spiel, was rauskommt, 50% Rabatt drauf kriegst, dann lohnt sich das. Mhm. Wenn sie es wirklich sagen, zum Beispiel, es kommt, aber Fallout 4 kommt ja jetzt demnächst raus, als PlayStation Plus Mitglied hast du die Möglichkeit, das Spiel, sagen wir mal, nicht 50%, sondern 30% günstiger zu ersteigen. Mhm. Wäre super bombastisch. Auch die Spiele im Store, also wenn ich so gucke, wenn ich vergleiche mit Saturn, Media Markt, GameStop, Dreamland und Co., sind teilweise um 10 Euro teurer. Mhm. Obwohl es die digitale Version ist. Wäre doch auch interessanter, wenn sie die im Store sagen, ey, das ist hier nur die digitale Version, wir bieten die mal 20 Euro günstiger an wie die CD-Version. Mhm. Das ist richtig. Nee, aber wie gesagt, das ist einfach... meiner Meinung nach ist es eigentlich einfach nur totaler Blödsinn. Na? Ja. Eigentlich totaler Blödsinn. Oh, weiter geht's. Wartet mal bitte, Leute. Ich werde diese 144 Kilometer nicht mit dieser Scheißkarre fahren. Stopp. Was denn? Da könnt ihr mich an den Eiern aufhängen, bevor ich das mache. Das redest du in der Folge, Boxen. Ehrlich, ich glaub das nicht. Das gucken Minderjährige. Sag mal, schämst du dich? Und jetzt erst recht wegen dem Kommentar fährst du den 4500 weiter. Ja. Und du fährst ihn auch in der nächsten Folge, wenn du dich nicht benimmst. Ja. Das ist die Strafe dafür. Ja. Es hat ja auf dem SL geswitcht. Naja. Ja, es tut mir leid. Es sind 144 Kilometer, es geht durch die Berge. Er kann's leider nicht anders. Er kann's nicht lassen. Er ist halt die Banane. Er ist die Banane und... Ich war ganz normal, aber ganz ehrlich, den Abarth. Leute, das ist der Abarth. Ja, der Abarth. Und der Abarth ist echt eine coole Sau auf der Straße. Ja. Ich hab den schon in echt gesehen. Ja. Mhm. Ja, der geht ab. Da ist bei denen 180 und ich fahre 180 und denke mir, ihr seid schon einen Kilometer voraus. Ich muss dazu sagen, PlayStation Plus ist für mich eine Abzocke. Ja, nicht ganz, aber kommt schon nah dran. Nicht ganz, aber man zahlt für etwas, was man eigentlich sonst kostenlos kriegen würde. Ja. Und das ist der Online-Zugang zu anderen Servern. Und für eine Port-Weiterleitung, was das PlayStation Network nichts anderes macht.
vorwiegend. Das ist schon viel. Mhm. Ja, ist schon. Da sollen doch lieber die Spieleentwickler was abdrücken. Ja, muss schon auf jeden Fall, man muss schon echt mal so ein bisschen so drüber. Viele denken ja nicht drüber nach, denken, ach, muss ich jetzt haben für anderen Song. Man muss echt sich erstmal auch so ein bisschen so die Gedanken machen, was eigentlich das PlayStation Plus halt ist. Ne? Die Banane hat ja vorhin gesagt, er möchte den Verteidiger davon sein. Ich will nicht mal seinen Standpunkt hören. Ich sitze hier und denke, was jetzt schon wieder Getränke. Getränke? Schnäpschen. Nicht Schnäppchen, Schnäppchen. Ja, genau. Gerade gedacht. Ja. Gut. Ja, so. Ich meine, sagen wir es mal so, ich vermute, um ehrlich zu sein, vermute ich, dass das bei deinem PT daran liegt, dass einfach die Lizenzen nicht mehr überprüft werden können. Ja, aber ich kann es auch spielen auf der PlayStation Plus. Ich kann spielen, warum kann Flexi das nicht spielen? Meine Lizenz, mein PlayStation Plus war zeitnah mit seinen abgelaufen und ich konnte das sogar ohne PlayStation Plus spielen. Vielleicht weil du einfach noch meinen Account auf deiner PS4 hast, wo du hast du noch meinen Account geladen? Nein, aber wie gesagt, seit dem Tag war halt, wie gesagt, PT ein Schloss vor und konnte es nicht mehr spielen. Na, mit dem Abend. Ja gut, aber das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Das kann aber generell, aber jetzt abgesehen vom PT mal deinen Standpunkt zu PlayStation Plus. Leute, ich habe euch ausreden lassen. So. Ja. Dann mach ich das mit der Abzocke, kann man jetzt so oder so sehen. Ja, Microsoft hat das schon seit der Xbox 360 gemacht, dass sie die Leute bezahlen haben lassen. Wir haben uns immer als was Besseres gefühlt. Klar, aber irgendwann, und ihr könnt nicht bestreiten, dass man es merkt, dass die Server mittlerweile besser sind als bei Release. Ja gut, aber dafür brauche ich nichts halt bezahlen. Auch so viel für Serverwartung? Für Serverinstandsetzung, Erweiterung? Gab es bei der PlayStation 3 damals auch nicht. Da haben sie auch die Server gewartet. Oder willst du was anderes brauchen? Da noch als Alleinstellungsmerkmal eben haben wollten, dass man nichts dafür zahlt, aber sie haben halt mit der Zeit auch gemerkt, dass ihnen da halt eine Kohleflöten geht. Ja, aber für die Serverwartung, wenn ich jetzt überlege, ich bezahle nur für die Serverwartung jährlich 50 Euro. Das machen PC-Spieler auch nicht. Bei den Spielen mag jetzt dahingestellt sein. Nein, aber das PS macht... Plus, das PS Plus jetzt ja nicht nur auf der PS4, das ist ja konsolenübergreifend. Ich meine, ja, ist... auch wenn dir ein paar Spiele nicht gefallen, die Spiele, die man kriegt in einem Jahr, haben Wert von über 1200 Dollar. Ist ja richtig. Und da sind bei der PS3 auch schon richtig geile Sachen dabei gewesen. Habe ich ja gesagt, auf ja, der richtig. PS4 auch schon. Mhm. Ich finde, ich bin wirklich der Meinung, es lohnt sich deswegen, auch wenn sie es nicht seid, ich finde es, dass wenn man so viele Spiele kriegt, die man ansonsten, sagen wir mal ganz ehrlich, so Sachen wie Trine zum Beispiel, hättest du die mit dem Arsch angeguckt. Ja, aber, Trine habe ich damals schon auf dem PC gespielt, aber ich muss sagen, diese Spiele seit den letzten, seit dem letzten Jahr. Ja, aber nehmen wir doch mal als, nicht mehr runtergeladen. Nehmen wir doch mal als Beispiel, nehmen wir doch mal jetzt mit einem PC-Spieler und vergleichen den mal jetzt mit Konsolenspieler. So, der PC-Spieler muss auch nicht monatlich bezahlen, um online zocken zu können. So, und der kriegt zum Beispiel bei Steam als Beispiel, kriegt er auch seine Rabatte, ohne ein Abo zu investieren. So, wo ist denn die Logik? Und die brauchen keine Serverwarte oder die machen auch Serverwartung. Aber dafür bezahlen die nichts. Und du musst es auch so sehen, bei Steam hast du die Möglichkeit, im Titel, wenn du es nicht länger wie 4 Stunden gespielt hast, kannst du es innerhalb von 2 Wochen zurückgeben, weil es dir nicht gefällt, kriegst die Kohle wieder. Ja, also Sony finanziert sich halt darüber über die Entwickler. Über die Publisher. Ja, und die Publisher müssen eigentlich das mit einkalkuliert haben, alles schon. Warum nicht bei der PS3 hat doch auch geklappt. Ja. Da haben die Publisher bezahlt für die Serverwartungen. Ja. Dafür sind die Publisher da. EA zum Beispiel, guck dir doch EA an, das ist ein Geldfresser ohne Ende. Ja, was meinst du, und EA Geld hat ohne Ende, weil sie nichts davon ausgeben. Als rabgierige Beep sind. Entschuldigung. Ja, das wird aber auch immer so sein, dass sie, wie gesagt, irgendwann einen Weg finden, auch wieder mehr Geld den Spielern aus der Tasche zu ziehen, um das halt auf die Spieler auszuwälzen. Irgendwas. Das wird es immer geben. Aber wie gesagt, ich finde halt, ich sehe den. Du hackst gerade ein bisschen ab. Ich habe gerade gesagt, ich finde, dass halt einfach,
weiß nicht, dass mir der Sinn halt im PlayStation Plus fehlt. Der Sinn im PlayStation Plus ist für mich nicht ersichtlich, meiner Meinung nach. Und jetzt brauchen wir keine Ankommen hier mit Serverwartung und so einer Kacke, weil dann brauche ich PlayStation nicht mehr spielen, dann spiele ich PC, weil da brauche ich nichts bezahlen fürs Online, da bezahle ich nur meinen Internetanbieter. Na? Ja, dann wird da sage ich, investiere ich einmal die Kohle, hole mir einen vernünftigen PC. Ja. Und brauchst du keine Serverwartung mehr zu bezahlen. Das ist ja genauso wie wenn ich jetzt wieder sagen würde, Banane, Destiny, das mit den Add-ons, oh ja, es hat halt gedauert, hat ein bisschen Kohle gekostet, aber es ist geil. Das ist dasselbe nur in grün. Ja. Weil du zahlst bei Sony Geld, vor allem das soll ja jetzt in Deutschland, Europa soll das PlayStation Plus ja jetzt teurer werden. Das dreimonatige kostet ja keine 14 Euro mehr. Das kostet ja schon mittlerweile 20. Ja, 20? War das nicht 17, 18 Euro? Ah. 20 Euro. 20 Euro, okay. Ich habe Anfang des Monats 15 Euro aufgeladen, wollte mein dreimonatiges PS Plus, weil ich habe nirgendwo eine PlayStation Plus Karte bekommen. Hm. Ich habe es nur für einen Monat gemacht, weil die 15 Euro, ich hatte noch 3 Euro drauf, ich hatte 18 Euro drauf, muss ich gerade nachrechnen. Und die kostet mir eine Leistung von 20 Euro, 19,99 dafür jetzt haben. Ja, jetzt. Für dreimonatiges PlayStation Plus. Jetzt überleg dir mal. Ja, aber Flexi, da brauchen wir uns drüber aufregen, darüber haben wir schon geredet. Was denn? Worüber? Dollar wird schwächer, Euro wird teurer, da müssen sie es teurer machen, weil sonst... Ja, nein, aber überleg doch mal jetzt. Nehmen wir mal an, machen wir mal wieder diesen Vergleich mit PC und Konsole. So, ein PC-Spieler, wie gesagt, zahlt online für sein Online-Spiel nicht. Der bezahlt, wie gesagt, seinen Internetanbieter und hast du nicht gesehen. So, und der spielt dann zum Beispiel ein Online-Rollenspiel, wo du monatlich was bezahlen musst für... Jetzt überleg mal, es wäre Elder Scrolls Online so gewesen, dass du einen Abo-Service da hättest. Du müsstest monatlich da, ich sag mal, 25 Euro hinlassen. So wie es am Anfang war, 13 Euro im Monat. Ja, oder sagen wir mal 20 Euro bezahlst du da für deinen Account, dass du da zocken darfst, online. Dann musst du noch, sagen wir mal, du hast die Kohle nicht für ein Jahr PlayStation Plus, bist halt noch jugendlich, keine Ahnung, was weiß ich, hast auch noch nicht viel Kohle auf der Tasche, musst dann jetzt noch 20 Euro auch noch investieren, dass du 3 Monate noch online zocken darfst, weil sonst kannst du das Spiel ja gar nicht spielen. Sonst geht dir ja das Geld flöten fürs Online-Spielen, was du ja ins Spiel schon investiert hast. Und das ist für mich doppelte Abzockerei, sowas. Ich muss dazu jetzt zum Beispiel sagen, Final Fantasy Online ist Abo. Ich habe es mir jetzt 2 Monate intensiv angeguckt. Und ich muss sagen, ich zahle dafür 10 Euro im Monat. Mhm. Das ist nicht viel, sowas ist mal so. Weil ich habe für das Spiel im Endeffekt 35 Euro bezahlt, habe dafür einen Monat, den ersten Monat kostenlos bekommen. Mhm. Also habe ich am Schnitt für das Spiel noch 25 Euro bezahlt. Ich habe geguckt, die Serverwartungen wurden regelmäßig 4 Tage vorher angekündigt. Und waren relativ schnell fertig. Man ist sehr schnell auf die Server gekommen, man hat keine Wartezeiten gehabt, man hat eine super Verbindung zu den Servern gehabt, man ist nie von den Servern runtergeflogen. Es war ruckelfrei, guten Ping gehabt, es ließ sich sehr gut spielen. Da waren die 10 Euro aber auch gut investiert, weil du hast dafür noch was bekommen. Du hast ein paar geile Ingame-Gegenstände bekommen und du hast halt auch wirklich für einen Wahnsinns Kundensupport, weil ich habe mein Passwort vergessen. Hab den Kundensupport angeschrieben. Innerhalb von 10 Minuten, weil das ist in den 10 Euro, ist ja der Kundensupport auch mit drinnen. Mhm. Innerhalb von 10 Minuten wurde mein Passwort zurückgesetzt. Innerhalb von 10 Minuten habe ich eine Antwort bekommen. Und das ist ein Kundensupport von einem Online-Spiel. Ja. Das muss man sich reinziehen. Ja. Rufe ich PlayStation an. Ich habe Probleme. Warten Sie mal 2 Tage, dann ist es behoben, das sieht in den Servern. Oder hier, die ja über PlayStation den Film geguckt hat, wo nicht auch einzusehen war, dass der Film auf komplett Englisch ist. Ja. Wie lange hast du da in der Warteschleife gesessen? Oh ja. Wie lange hast du da gewartet? Bis sie auch erstmal erklärt hatten und erzählt hatten, da müssen sie das machen, schicken sie so ein Foto zu per E-Mail und hast du nicht gesehen und wieso soll ich ein Foto zuschicken? Die haben selbst ein Dingssystem, wo sie im Store gehen können. Wieso sollte ich denen was zuschicken? Die gucken nach und fertig. Wo ist das Problem? Ne? Und da habe ich mich, wie gesagt, sehr geärgert, dass der Film, wie gesagt, komplett auf
auf Englisch war, ohne dass es irgendwie vorher gekennzeichnet war. Na? Und worüber ich mich auch ehrlich sehr aufrege, und das ist das, was Nietzsche gerade angesprochen hat. Letztes Jahr Weihnachten ging ja PlayStation Plus mit der PlayStation Network gar nichts. Hm. Wegen halt den Hackerangriff, der da war. Hm. Ich muss sagen, Xbox-Server sind nur einen Tag in die Knie gegangen und waren danach wieder voll erreichbar. Hm. PlayStation, wie lange haben die herum, wie lange haben die ihre Server abgeschalten, bis da überhaupt mal wieder irgendwas ging? Wie viele haben zu Weihnachten Spiele bekommen oder die Konsole, haben PlayStation Plus geholt und konnten es nicht nutzen, weil wieder ein Hackerangriff ist? Wie oft wurde das PlayStation Network gehackt und Kreditkartendaten geklaut? Ja. Dafür, die Sicherheit, die ist einfach nicht besser geworden. Ja. Sony hat es nicht gelernt, richtig. Die haben aus ihren Fehlern nicht gelernt. Nee. Ja gut, man wird sehen, wo die Reise hingeht. Na? Und ja, das ist halt. Da muss man dann halt natürlich gucken und abwarten, wie das jetzt wird. Klar, ja. muss Sony irgendwie Umsatz machen. Klar muss Sony Geld für die Server reinholen, damit es läuft. Aber dann sollen sie auch vernünftig was machen. Wie ich schon mal angesagt habe, es gibt hier diese Infos von PlayStation. Mhm. Das wird doch wohl nicht so schwer sein, hier so eine kleine Infomeldung reinzuhauen. An dem und den Tag sind Serverwartungen, weil dann kann man sich darauf einstellen. Man muss dafür nicht immer extra im Internet nachgucken. Also, wie viele von euch, auch die jetzt sich anhören und denken, oh mein Gott, hat der eine Vollmeise, was ein Vollpfosten ist das? Wie oft ihr im Internet danach, wann Serverwartungen von Sony sind. Da guckt kaum nie einer nach. Und dann, wenn es losgeht, wird auf allesstörungen.de wird dann Meldungen hochgeschossen, PlayStation Network down, und dann wird wieder geflamed und herumgeheult. Da soll Sony doch mal klipp und klar sagen, wann die Serverwartungen sind, dann kann man sich auch drauf einstellen. Ja. Ja gut, meistens ist es halt so, dann werden sie halt angekündigt und dann tauchen sie halt, wie gesagt, in den News auf, aber ich mach's natürlich, klar, sicher, weil ich ja, wie gesagt, auch für Streamen und so alles und für Dings halt mir News einholen und alles, und dann weiß ich natürlich auch meistens immer, wann, aber wer geht halt regelmäßig von den Spielern, die zum Beispiel jetzt nicht so regelmäßig spielen, aber trotzdem Freude daran haben, mit der PlayStation zu spielen, dann da sitzen und sagen, scheiße, jetzt geht's gar nicht. Jetzt reg ich mich aber auf. Na? Ja. Aber wo seid ihr denn? Wir sind im Schneegebiet. Gut, ey, du fährst wie ein angesenkter Affe, aber über mich reden, weißt du? Ich versuche euch eigentlich, ist vor mir. Nein, wir sind ungefähr 800 Meter hinter dir. So, ich dachte, ich hab mich voll überholt. Bist du schon im Schneegebiet oder was, oben? Ja, ich habe euch versucht, die ganze Zeit einzuholen, weil ich jetzt vorher mir vorbei habe schießen lassen. Da müsste ich wohl kurz unter der Erde gewesen sein. Du Hanswurst. Alter, Hanswurst, du. Hanswurst. Ja, guck mal, ob du da oben einen schönen Parkplatz findest. Da bist du ja schon. Ich glaube, hier oben müsste, glaube ich, gleich noch so ein paar... Ich glaube, ein paar Gebäude müssen da, glaube ich, gleich noch kommen. Ach, komm, ich bin gerade eben ein bisschen in Rage jetzt auch gekommen, weil es mich einfach aufregt. Ja, natürlich, das ist ja gut, aber dafür, sag ich mal, sind wir ja hier im Boxenstopp, wie gesagt, so thematisieren und sowas alles. Und ihr, liebe Leute, die zuschauen, ihr wisst ganz genau, ihr könnt ruhig auch mal ein paar Themen runterschreiben, noch unter die Videos und alles, was wir vielleicht nächstes Mal thematisieren sollten oder so. Schreibt es ruhig in die Kommentare, lasst auch einen Kommentar da, was euch jetzt an dem Thema vielleicht hier gerade brennt, interessiert, was wir gerade vielleicht behandelt haben. Schreibt einfach drunter, was ihr davon haltet. Nachholen, wenn wir irgendwas ausgelassen haben. Genau. Oder wenn wir irgendwo falsch gelegen haben, könnt ihr uns auch gerne korrigieren und halt das gerne in die Kommentare schreiben, weil wir sind lernfähig, also wenn wir falsch liegen, immer gerne dazu schreiben. Wir lesen es uns durch. Und werden das sicherlich in der nächsten Folge dann korrigieren und auch ansprechen. Genau, richtig. So in der Art, hör mal, Banane, da hast du aber Scheiße verzapft. Da hast du aber Scheiße erzählt. Das machst du immer. Werden wir dann sofort natürlich richtig stellen und klarstellen. Wir sind natürlich auch nur Spieler, so wie ihr. Und erzählen hier keinen von der Welt, sondern reden über das, was euch halt interessiert und
versuchen natürlich, ja, euch auch diese Themen nahezubringen. Hey, guck mal, Krankenwagen. Ja. Wer schafft, dass der Kranke rausfliegt, hat gewonnen. Du fährst zum Krankenwagen, wenn du hier fährst. Ja. Aber ich glaube, wir fahren hier, glaube ich, irgendwie ins Nichts, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, hier kommt irgendwie gerade nichts. Nee, noch 18 Meilen bis nach St. Mary. Da ist dann das, da ist dann weil, das. Weil ich glaube, hier kommt, glaube ich, nichts erstmal die nächste Zeit. 18 Meilen? Ja. Ich glaube schon, dass... nee, das dauert nicht mehr lang. Karte, du bist gleich da. Flexi, bleib in der nächsten Kurve stehen. Okay. Ja. Bleiben wir einfach hier stehen. Boah, wir müssten eigentlich mal mit Gelände fahren und dann einfach eine Offroad-Tour machen. Ja, das können wir ja beim nächsten Mal machen. Offroad. Genau. Aber ja, sicher gerne doch. Machen wir es beim nächsten Mal. Boxenroad. Boxenroad. Sehr schön. Jawohl. Sogar fast endlich. Sehr schön. So. Ja, also und mit dem Schnee von dran. Ja. Sieht geil aus. Und im Hintergrund der Elch, der gerade läuft. So. Und der Fuchs, oder ja, der Fuchs, glaube ich, läuft auch damit rum. So. Guten ja, Tag. Das soll es wieder gewesen sein. Heute war die Folge mal. Heute haben wir aber Überlänge gehabt. Und ja, sehen uns dann in der nächsten Folge Boxenzopp. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.